Schön, dass du da bist. Heute möchte ich euch zeigen, wo ihr die Materialien zur Aufwertung des Flammenaltars findet und welche Schwierigkeiten oder Gefahren dort auf euch warten. Das Ganze ist natürlich in Kapitel unterteilt und ihr könnt an die Stelle springen, wo ihr sagt, da wollt ihr etwas mehr zu wissen. Die Materialien für die erste Aufwertung findet ihr im Prinzip alle rund um eure Startbase. Harz bekommt ihr natürlich von Bäumen, wobei Bäume mit gelben Blättern sehr viel mehr Harz geben als andere Bäume. Also in diesem Fall hier zum Beispiel insgesamt 4 Stück von den 5, die wir brauchen. Also schaut nach Bäumen mit gelben Blättern. Miasma-Flüssigkeit bekommst du von diesen Pilzen, die im Miasma wachsen. Flammen bekommst du von Flammenaltaren wie diesem hier, von dem Schrein der Flamme oder von etwas größeren Schreinen. Und du brauchst einige davon, also immer wenn du so eine Flamme siehst oder darauf hingewiesen wirst, nimm sie am besten gleich mit. Einfach indem du rangehst und E drückst, bekommst du die Flamme. Jetzt können wir unsere Flamme aufwerten und dadurch können wir einerseits eine Minute länger im Miasma bleiben. Andererseits können wir die Stufe 2 des Miasmas durchqueren, ohne dass wir gleich dabei sterben. Dies sind die Dinge, die du für die dritte Aufwertung brauchst. Wahrscheinlich hast du das meiste davon eh schon, wenn du soweit bist. Wachs bekommst du zusammen mit Honig von den Bienenwaben. Salz kannst du ganz in der Nähe deiner Startbase im Miasma ernten. Und Miasmaholz gibt es von den Bäumen im Miasma. Feuerstein findest du überall im Startbereich und im ersten Biom und auch eine kleine Mine direkt neben deinem Startplatz hier. Und der Schmied macht dir Kohle im Kohlebrennofen. Den Plünderer Mutterkopf findet ihr in einem Plünderer Hügel. Ich habe mittlerweile 2 solche Plätze gefunden, wo es eine Plünderer Mutter gibt. Und diesen hier könnt ihr relativ gut erreichen mit einem Sprung von der Hochweidenwarte. Es gibt einen Hintereingang. Ja, ob ihr den wirklich benutzen wollt oder nicht. Also ich habe es mir beim ersten Mal schon so gemacht, dass ich mir alles vorher freigekämpft habe, damit mir da niemand mehr in den Rücken fallen kann für den Bosskampf. Aber man kann eben auch von hinten durch diesen Eingang hier gehen und dann versuchen, sich an den anderen Gegnern weitestgehend vorbeizuschleichen. Hier gibt es natürlich einige Truhen. Es gibt auch eine Werkbank, wo ihr nochmal eure Ausrüstung reparieren könnt. Und es gibt doch etliche Gegner hier. Und die Plünderer Mutter findet ihr oben. Meine Empfehlung, je nachdem wie stark ihr schon seid, kommt ihr nicht zu nahe. Die versprüht so ein grünes Gift. Und ich habe die beste Erfahrung einfach gemacht, sie mit Bomben zu bewerfen. Insbesondere wenn sie dann in so einem Loch stecken bleibt, dann kann man sie relativ leicht eigentlich töten. Also mit Fernkampfwaffen auf jeden Fall. Ja, und von ihr bekommt ihr dann den Plündererkopf, den ihr benötigt für das nächste Upgrade. Und es gibt natürlich noch eine goldene Truhe und andere feine Sachen hier zu finden. Und dann kann schon die Flamme abgegradet werden. Die 5 Funken habt ihr zwischendurch schon aufgesammelt und entsprechend funktioniert der Upgrade. Bei der Aufwertung zur Stufe 4 gibt es ein paar knifflige Sachen. Den Schleim stellt euch der Alchemist her. Die Zutaten findet ihr im Schraut. Das Myzel findet ihr auch im Schraut. Indigo- und Kupfererzvorkommen findet ihr im Norden der Map, aber da seid ihr mittlerweile eh schon unterwegs. Ich habe mir Indigo letztlich im Garten gezogen, um ausreichend davon zu haben und nicht immer einzelne Pflanzen mitnehmen zu müssen. Schleim stellt, wie gesagt, der Alchemist her
Und den Insektenstaub bekommt ihr vom Alchemisten von Glühwürmchen. Ich habe mir im Norden einen Schnellreisealtar aufgebaut in einem Punkt, wo ich weiß, dass ich dort Lehm und Kupfererz in ausreichenden Mengen ernten kann. Für Bernstein kenne ich nur eine einzige Position. Das ist im Shroud oberhalb der Düsterdickichtwarte. Und da habe ich mir auch einen Schnellreisealtar hingestellt, ja, damit ich da eben schnell hinkomme, weil ich kenne nur diese Position und denke, dass das wichtig ist. Den Brutirrlichtwürmkopf zu bekommen, war eine echte Gaudi. Also wenn ihr euch wundert, warum das hier so zerstört ausschaut, dies ist der vierte Kampf, den wir beide haben. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, also mit Fernkampf, Magie, mit Bomben, nichts hat funktioniert. Dementsprechend bin ich dann auch immer wieder gestorben und im Endeffekt war es dann die gute alte Haut-drauf-Methode mit meinem Schwert hier. Und ja, es hat eine ganze Zeit gedauert. Ich habe immer so versucht, an seinen Hinterbeinen zu bleiben. Also nicht, dass ich zu weit nach vorne kam oder in Reichweite seines Mauls. Und so habe ich ihn dann letztlich erlegen können. Und der hat natürlich feine Sachen dabei und nicht nur den Kopf. Mit dem Schlüssel kannst du dann in die Burg Ehrenfels, heißt sie, glaube ich, rein. Und dort gibt es natürlich auch noch mal jede Menge feinen Loot. Jetzt können wir dann die Stufe 4 freischalten und haben damit schon so ziemlich ein Großteil des roten Schrauts vertrieben, in den wir ja nicht rein konnten. Und die Welt ist gar nicht mehr so rot. Wenn ich Stufe 5 freigeschaltet habe, werde ich euch das gerne auch zeigen. Und bis dahin viel Spaß im Spiel. Bis dann, ciao!